Heute war ich mal direkt ein bisschen in Neustadt am Rübenberge unterwegs und damit herzlich willkommen hier auf Traumfänger Podcast zu einem neuen Video. In letzter Zeit war es ja mega regnerisch, tatsächlich 14 Tage lang kaum etwas anderes gesehen außer Regen, was ja jetzt auch nach der sehr langen trockenen Phase wirklich notwendig war. Aber heute habe ich mir einfach mal gedacht, hey, begebe ich mich mal hier an diesen kleinen Wasserfall und mache mal ein paar Aufnahmen. Denn eigentlich, wie ihr seht, ist das ja nicht direkt ein Wasserfall, sondern ich würde jetzt mal als Laie sagen, das ist eine Art Stromschnelle, die hier ist. Aber für ein paar Aufnahmen ist das auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das lohnt sich total, hier einfach mal hinzufahren. Und ich muss wirklich sagen, als ich fertig war mit diesem Video, war ich tatsächlich fertig. Denn das Ganze rauscht natürlich wirklich wahnsinnig. Ich glaube, ihr könnt euch das da draußen vorstellen. Das ist so ein ähnliches Rauschen wie dieses weiße Fernsehrauschen, wenn man keinen Empfang bekommt. Und das Witzige ist, dass hier drumherum in der Apfelallee tatsächlich auch Häuser sind. Und ich glaube, da muss man wirklich schon sich ein dickes Fell haben wachsen lassen, um das auf Dauer so mitzumachen. Also ich war echt froh, als ich danach weg war. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Ich kann euch das echt empfehlen, wenn ihr mal in Neustadt am Rübenberge seid, euch das Ganze anzuschauen. Aber wie gesagt, da in so einem Umkreis zu wohnen, ich muss echt sagen, wow, da muss man, glaube ich, sowas wirklich sehr, sehr gerne haben. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Ich war ja heute wieder mit meiner R5 unterwegs von Canon. Und das ist ja wirklich so ein Ding, ne? Es ist in meinen Augen echt die ultimative Hassliebe mit dieser Kamera. Ich habe ja mal vor langer, langer Zeit darüber schon ein Video gedreht und ich muss wirklich sagen, es hat sich leider nicht geändert. Wenn ihr wirklich viel zu viel Geld übrig habt, dann ist diese Kamera definitiv etwas für euch. Aber wenn das nicht so ist, so wie zum Beispiel in meinem Fall, kann ich euch wirklich nur massiv davon abraten, diese Kamera zu kaufen. Denn ihr werdet damit so viele Probleme haben, dass ich wirklich an so einem Punkt bin, dass ich mir denke, ja, ne, mit dem passenden Objektiv definitiv wunderschöne Aufnahmen mit den richtigen Einstellungen, gar kein Problem. Heute ist es übrigens ein bisschen verwackelter als sonst, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr das Ganze ohne Stativ macht. Manchmal ist das ja auch ganz schön, so ein bisschen Actioncam-mäßig aus der Hand. Die R5 hat ja auch einen guten Bildstabilisator, aber ja, ich fühle mich da echt von Canon massiv verkaspert. Das muss ich einfach so sagen, denn diese Kamera ist ja eine Kamera, die man eigentlich aufgrund des 4K-Features kauft. Ja, also wenn man tatsächlich eine Kamera möchte, die mit einer niedrigeren Auflösung operiert, braucht man halt diese Kamera nicht, ne? Aber ihr wisst das ja, 4K benötigt natürlich horrende Datenmengen, beziehungsweise kreiert horrende Datenmengen und dann auf so einer Kompakt-Flash-Karte. Das ist alles nicht besonders günstig. Dafür finde ich aber, dass das in Kombination hier mit meiner sehr kleinen Videobearbeitung doch ordentliche Bilder abgibt. Also insofern hat sich das in dieser Hinsicht auf jeden Fall gelohnt. Und was ich hier sehr, sehr schön finde, wenn man mal dieses ganze technische Gedöns einfach mal außen vor lässt, ist, dass man wirklich mal die Zeit hat, sich ja die kleinen Stellen genau anzuschauen. Ich finde grundsätzlich, dass hier im Neustädter Land die Natur drumherum einfach wunderschön ist. Ja, es gibt so unfassbar viele Stellen da draußen, bei denen es sich wirklich lohnt, einfach mal genauer hinzuschauen. Ja, sich einfach hinzusetzen, das Ganze ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Und das ist was, was mir wirklich sehr, sehr viel Freude hier macht. Und da werden auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viele Videos kommen. Ich freue mich besonders drauf, sobald ja, das Wetter wieder dauerhaft nicht nach Regen aussieht, weil ich es wirklich nicht riskieren will, hier mit der Kamera und dem Objektiv irgendeinen Schaden zu riskieren. Wobei ja alles Spritzwasser geschützt ist. Trotz allem möchte ich das einfach nicht riskieren. Und ich traue da Canon auch nicht so hundertprozentig, weil ich ehrlich gesagt auch nicht genau weiß, was mit Spritzwasser gemeint ist. Hier habe ich wirklich peinlichst genau darauf geachtet, dass nichts an die Kamera und an das Objektiv kommt. Aber so unterm Strich würde ich gerne mehr mit dieser Kamera unterwegs sein. Ich kenne auch sehr, sehr viele Stellen, die höchstwahrscheinlich die wenigsten Leute da draußen kennen, die tatsächlich auch so ein bisschen Kraxelei und so ein bisschen Abenteuer beinhalten. Aber, und jetzt kommt halt das Problem, um maximal 20, 25 Minuten in 4K aufzunehmen, ist das halt echt schwierig, muss ich wirklich sagen.
da bin ich wirklich so ein bisschen am Gucken, was ich machen kann. Unterm Strich ist es ja so, dass Geld alles regelt. Ihr kennt das ja vielleicht, ne? Also man kann da jetzt riesige Kompakt-Flashkarten reinpacken. Man kann in diese Kamera natürlich noch einen Batteriegriff reinpacken. Ja, man kann noch mit einem Gimbal agieren, wenn man mit einem Stativ nicht arbeiten möchte. Aber ganz ehrlich, Leute, ne? Jetzt nochmal so 2.000, 3.000 Euro da reinstecken. Es ist wirklich ein großes Hobby, ja. Also ich liebe es wirklich zu filmen, aber wie gesagt, es ist jetzt in dieser Konfiguration wirklich enorm schwierig, da dauerhaft unterwegs zu sein. Und da sind für mich dann auch wirklich die Grenzen, wo ich dann für mich ganz klar sage, das ist ein bisschen schwierig. Da will ich einfach mal sehen, was ich da vielleicht verändern könnte. Und wie gesagt, ich finde es einfach geil, was diese Kamera liefert, ja. Also man sieht hier wirklich, gerade wenn man so mit 100 Bildern in der Sekunde aufnimmt, man sieht teilweise sogar die einzelnen, ja, Wassertropfen rausspringen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Für alle, die nicht wissen, und da kommen wir nochmal zu einem Punkt, ne, wo das hier ist, das ist Neustadt am Rübenberge, und zwar ist das die Leine. Die Leine ist so ein Fluss, die sich unfassbar lang zieht. Ja, also das ist wirklich ein elendig langes Luder. Und gerade diese Stelle hier ist sehr, sehr interessant. Im Hintergrund sind auch Häuser. Zu bestimmten Jahreszeiten, und das ist ja leider etwas, was jetzt wirklich vermehrt vorkommt, gerade wenn es besonders heiß ist, dann ist diese Stromschnelle bzw. dieser Wasserfall teilweise begehbar. Dann hat man da wirklich diese großen, ja, wie soll ich das sagen, Steinstufen. Das ist ganz cool. Ich würde das nicht mit meiner Kamera begehen wollen, aber ich glaube, da könnte man auch noch mal ein paar sehr, sehr coole Aufnahmen machen. Vielleicht gibt es ja irgendwann eines Tages die Möglichkeit, wenn das mit diesem Kanal ein bisschen weiter nach vorne geht, das dann einfach mal auszuprobieren. Also das ist wirklich etwas, was wirklich viel, viel Spaß macht. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen auch noch mal ein paar andere Stellen angehen, die sehr, sehr schön sind. Hier gibt es zum Beispiel mehrere Brücken im Neustädter Land, beziehungsweise in der Innenstadt, von der aus man wirklich dann große Teile überblicken kann. Das ist schon richtig cool. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Also das werde ich mir auf jeden Fall dann auch nochmal anziehen. Anschauen, nicht anziehen, pardon. Hier übrigens, ne, diese Pilze, die haben mich ja echt fasziniert. Was sind das für Pilze? Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ich fand die Farbe einfach sehr, sehr cool. So bernsteinartige Pilze. Keine Ahnung. Ich würde mal behaupten, die sind nicht essbar. Ich bin da wirklich so jemand, der echt überhaupt keinen Plan hat, was essbar ist und was nicht. Deswegen lasse ich das lieber komplett, ja. Aber das war schon cool. Das fand ich übrigens auch sehr, sehr schön. An dieser Stelle sind immer wieder Bäume, die, ja, auseinanderbrechen, auseinanderdriften, weil die einfach sehr, sehr nah an der Leine stehen und ja, dann teilweise auseinanderbrechen, den Halt nicht mehr finden. Fand ich einfach sehr, sehr cool, das so zu sehen und das auch so aufnehmen zu können. Heute Morgen war es übrigens noch sehr, sehr duster. Ich kann mir auch vorstellen, dass das besonders im Sonnenuntergang eine sehr schöne Stelle ist, aber wie gesagt, wenn ihr euch da zu zweit hinsetzt, ne, es ist wirklich brüllend laut. Also, es ist schwierig. Und ich kann mich da als kleiner Junge auch noch dran erinnern, als dieser Wasserfall extrem nach Waschmittel gestunken hat. Das war heute nicht der Fall. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat. Es gab wirklich so Zeiten, wo das extrem gestunken hat. Ich glaube, da war irgendwas drin, was da nicht rein sollte. Also das war schon heftig. Aber wie gesagt, das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Interessant finde ich übrigens auch die ganzen Steine, die hier liegen. Also wenn man sich das einfach mal so anschaut, ist schon interessant, wo auch immer die herkommen. Und da komme ich dann immer so in Gedanken, ne, was haben diese Steine schon erlebt? Also bei mir hier in meinem Ort ist es so, dass teilweise auf den Feldwegen alte Mühlsteine auf dem Weg sind. Finde ich auch sehr interessant. Ab welchem Punkt wurden die nicht mehr gebraucht? Also da kommt man schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ins Überlegen, ins Philosophieren. Das finde ich immer ganz besonders schön. Und auch hier kriegt man dann oft mal so diese Idee. Kleine Bank steht hier auch, die ist relativ nah und ich weiß übrigens, das fand ich ganz witzig, dass an diesem Platz tatsächlich einige Dinge verändert werden sollten. Da gab es mal eine Befragung, wenn mich nicht alles täuscht, aber was daraus geworden ist, das weiß ich gar nicht mehr. Also irgendwas ist daraus geworden, irgendwas sollte da gemacht werden und das würde ich auch ganz schön finden, wenn man das vielleicht ein bisschen befestigt, dieses Ufer.
ist ja alles schön und gut, soll ja auch naturnah bleiben, aber vielleicht ist das dann einfach auch für mehr Menschen zugänglich, denn tatsächlich ausgeschrieben ist es nur an einer einzigen Stelle, finde ich auch sehr interessant, aber ich glaube auch nicht, dass man unbedingt jetzt hier Neustadt besucht, um das sich anzugucken. Das denke ich an der Stelle einfach mal nicht, aber warum nicht, ne? Manchmal kann man ja einfach auch ein bisschen rumgehen, ein bisschen Dinge, ja, wie soll ich das sagen, erforschen. Gerade wenn man jetzt hier auch weiter nach vorne geht, das finde ich auch sehr, sehr cool, gibt es hier noch einen uralten Friedhof mit umgestürzten Grabsteinen. Ich bin da immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ne, sollte man das aufnehmen, sollte man das nicht aufnehmen. Aber wenn du wirklich so einen komplett verlassenen Friedhof hast mit umgestürzten Grabsteinen, ich werde einfach mal schauen, ob man da auch noch mal irgendwie was drehen kann oder dass man vielleicht Namen sieht, aber trotzdem erkennt, worum es geht. Denn ich finde es einfach wichtig, auch Dinge mit der Kamera festzuhalten. Alles hat seine Grenzen, liebe Leute, das ist ganz klar. Ja, andere Leute ungefragt filmen, andere Häuser filmen, das geht nicht. Aber mit diesem wunderschönen Unschärfe-Effekt funktioniert das ja ziemlich, ziemlich gut. Denn in der Situation war es natürlich auch so, dass mich einige Leute angesprochen haben, hey, was machen Sie da, etc. pp. Ja, ist natürlich immer auch so ein bisschen die Sorge damit, was passiert mit dem Videomaterial, wo erscheint das. Aber so unterm Strich denke ich und bin auch der festen Überzeugung, dass das eigentlich bei jedem, der das mit Verantwortung macht, völlig in Ordnung sein sollte. Und wir wissen ja unterm Strich, was wir aufnehmen dürfen und was wir nicht aufnehmen dürfen. Tja, liebe Leute, das waren meine kleinen Impressionen hier am Wasserfall bzw. an der Stromschnelle. Ich hoffe, ich hat es euch ein bisschen gefallen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann.